Willkommen bei Sägebob. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade auf der Suche, aber nicht nach Pilzen, sondern nach Treibholz bzw. Schwemmholz. Warum mache ich das? Das ist ganz einfach. Auf der einen Seite kann man aus dem Holz wunderschöne Dinge machen und auf der anderen Seite wurde ich vor einiger Zeit gefragt, ob ich nicht mal wirklich über Treibholz bzw. Schwemmholz ein Video machen könnte. Und jetzt habe ich die Zeit dazu und das mache ich sehr gerne und möchte heute mal meine Erfahrungen schildern. So sieht meine kleine Ausbeute heute aus. Das habe ich vor einigen Tagen gefunden. Und das heute, konntet ihr ja sehen, habe ich am Fluss gefunden, gerade eben. Und jetzt könnte man der Meinung sein, ach, das ist bloß ein Stück verfaultes Holz. Damit kann man eh nichts anfangen. Noch nicht mal zum Verbrennen, da es ja richtig nass ist. Da bin ich generell anderer Meinung. Zum einen könnt ihr das Treibholz tatsächlich als Brennholz benutzen. Wichtig ist hierbei, dass das Treibholz bzw. Schwemmholz schon länger beispielsweise an einem Strand liegt, also nicht permanent im Wasser liegt, an einem Uferbereich oder eines Sees. Schaut euch das Holz an und wenn sich das richtig leicht und trocken anfühlt, dann könnt ihr dementsprechend es auch als Brennholz nutzen. Ich finde es in der Regel eigentlich für diesen Verwendungszweck schon zu schade, denn hier komme ich schon zum zweiten Verwendungszweck und das ist dieser, das Treibholz, wenn das wirklich schöne Stücken sind, wirklich als dekoratives Element zu nutzen. Da könnt ihr eure Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Und ich säubere jetzt hier beide Holzstücken mal. Zur Reinigung mache ich es mir ganz einfach. Ihr seht hier ein Mörtelfass mit etwas Wasser drin. Dann habe ich hier noch eine einfache Bürste und dann lege ich das Holz jetzt hinein und mache es dann dementsprechend sauber. Lasst euch dabei ausreichend Zeit, wenn ihr das mal selber machen wollt. Habt Geduld also. Und ich habe schon beim Aufheben des Holzes darauf geachtet, dass da nicht eventuell noch irgendwelche Regenwürmer dran kleben oder auch Käfer oder anderes kleines Getier. Das muss ja nicht sein, dass man die dann hier irgendwie ertränkt. Und ihr könnt es bereits erkennen, dass sich hier eine richtige schöne Farbe bildet. Hier ist das Holz bereits schwarz, hier noch hell. Hier habe ich noch das kleine Stück. Und da bin ich hier bei meiner kleinen Trockenkammer. Ihr seht, hier trockne ich gerade sogar noch Baumscheiben. Und hier sind noch einige Balken. Da lege ich das Holz jetzt erstmal rein. Das Stück kommt hier unten hin und das Holz wird jetzt eine ganze Weile trocknen und da habe ich mir gedacht, ich hole jetzt mein Fahrrad, fahre flussaufwärts und nehme euch einfach mal mit auf die Suche nach Treibholz, weil ich finde ich ja irgendwo eine Stelle und da gehe ich auch mal auf die Thematik ein, ob man das Holz einfach so mitnehmen darf oder nicht. Zugleich schildere ich auch mal einige Eigenschaften von Treibholz. So, auf geht's. Ich bin jetzt einige Kilometer flussaufwärts geschwommen. Der Fluss hier nennt sich Eine. Und ihr seht, dort hinten in der Kurve liegt tatsächlich Treibholz. Und da gehe ich jetzt mal hin. Wer sich gerade fragt, was das hier im Hintergrund ist, beziehungsweise was das mit diesen großen Spundbänden zu tun hat, hier kommt irgendwann mal in den nächsten Jahren eine ganz große Brücke drüber und die überspannt dann an dieser Stelle das eine Tal. Die Suche nach Schwemmholz lässt sich gut mit einer Wanderung verbinden oder mit einer Fahrradtour. Und da ist der Haufen mit Treibholz bereits. Und das ist das, was ich anfangs auch erwähnt hatte. Der Haufen sieht jetzt so aus, als ob das gesamte Treibholz beziehungsweise Schwemmholz unbrauchbar ist. Ja, das ist alles fest ineinander gesteckt. Da sieht man mal, was Wasser eigentlich für eine Kraft hat. Aber wer genauer hinschaut, der sieht, dass man daraus viele schöne Dinge herstellen könnte. Ich zeige euch mal den Haufen im Detail.
So sieht er aus. Ja, hier vorne ist noch sehr frisches Holz, aber dort hinten zum Beispiel ist ein langer aufgebrochener Stamm beziehungsweise ein dickerer Ast. Und den würde ich jetzt beispielsweise rausholen, was ich aber nicht mache. Und dann könnte man den etappenweise in 1 Meter Längen sägen, unten etwas abschleifen und dann könnte man oben unter anderem Kerzen reinstellen. Da fräst man dann die Halterung noch für aus, ja ungefähr hier. Und dann hätte man ein wunderschönes Unikat. Oder man schleift das Holz ein bisschen, macht oben Ösen dran, holt sich aus dem Baumarkt diese Lampen, beziehungsweise das sind Kabel mit den Lampenfassungen und dann hätte man eine wunderschöne Deckenlampe. Oder ihr lasst eurer Kreativität einfach freien Lauf. Es gibt so viele Dinge, die man alleine aus diesem Holz machen könnte. So, ich komme zur ersten wichtigen Frage und zwar, darf ich mir das Holz von da drüben jetzt weggehen, wenn ich da ans Ufer gehe und mir das Holz herausziehe? Das ist wirklich eine sehr gute Frage und ich weise darauf hin an dieser Stelle, ich bin kein Jurist, daher ist das hier keine rechtliche Beratung. Was ich weiß, muss Folgendes gegeben sein und zwar muss die Stelle, wo ihr das Treibholz hochhebt, öffentlich sein. Das kann beispielsweise ein öffentlicher Strand sein, ein Uferbereich, hier, so wie hier, an einem Fluss oder auch an einem See. Was ich nicht weiß, ist, wie sich das generell verhält. Und zwar kann es ja jetzt erlaubt sein, ich gehe dort rüber, das Treibholz liegt direkt am Ufer und ich nehme es mir einfach hoch und gehe los, ja. Aber wie verhält sich das, wenn ich jetzt Gummistiefel nehme oder eine Badhose, gehe in den Fluss rein und ziehe mir das Treibholz heraus? Ja, im ersten Moment könnte man jetzt der Meinung sein, ach, was ist schon dabei? Geh rein, zieh das Treibholz heraus. Denn das Holz gehört ja niemandem. Da bin ich der Meinung, das ist nicht so einfach, so zu pauschalisieren. Darum sollte man die Thematik nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist ganz einfach. Das gesamte Gebiet hier könnte ein Naturschutzgebiet sein oder so eine Art davon. Da gibt es ja verschiedene Einstufungen. Und das würde bedeuten, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, dort hinten ist Holz und dort am Ufer. Und dann dürfte ich selbst dieses Holz nicht entnehmen, geschweige denn hier aus dem Haufen heraus. Warum nicht? Weil dieses Totholz, also auch das Schwemmholz, immer auch Lebensraum ist. Würde ich jetzt hier die Kamera unter Wasser tauchen, würden wir sehr wahrscheinlich auch Flusskrebse entdecken. Vielleicht laichen da unten drunter auch Fische. Und das ist eben sehr wichtig, das Ganze immer zu beachten. Und hier ist das tatsächlich der Fall. Das hier ist, glaube ich, hier am Fluss der Eine schon sogenanntes Natura 2000 Gebiet. Ich kenne zwar nicht die genauen Bedingungen, aber ich dürfte dann hier, wenn ich jetzt hier Holz finden würde, nicht mehr entnehmen. Da habe ich noch einen nützlichen Tipp für euch und zwar, fragt doch mal bei eurer Stadt nach, bei eurem Landkreis oder auch bei der jeweiligen Behörde, die für den Fluss hier beispielsweise zuständig ist. Denn auch der Hochwasserschutz spielt eine wichtige Rolle. Besonders dann, wenn sich aus solchen kleinen Haufen wie dort richtige Dämme gebildet haben und dann den gesamten Fluss bereits blockieren. Ja, dann ist es mitunter nötig, dass dieses Holz entfernt werden muss. Meistens kommen da mehrere Leute mit einem großen LKW und einem Bagger und dann holen die das Holz dann dementsprechend raus. Und da lohnt wirklich die Nachfrage, wenn das Holz schon mal draußen ist und eh vernichtet wird, ob ihr euch dann eventuell einige Stücke herausholen könnt. Gebt ein paar Euro noch in eine Kaffeekasse und dann habt ihr sofort Treibholz. Es kann funktionieren, muss nicht, aber so eine Nachfrage kostet ja nichts und vielleicht habt ihr etwas Glück und kommt so ganz einfach an Treibholz. Also ich sag's nochmal, der Zugang zu dem Treibholz muss wirklich öffentlich sein. Und es darf sich hier unter anderem um kein Naturschutzgebiet handeln. Und unterschätzt die Thematik nicht, denn es kann zwar sein, dass der Fluss, was ja normal ist, uns allen gehört, aber wie hier unter anderem beispielsweise, dass irgendjemanden im Privateigentum wiederum gehört, sei es der Acker oder der Wald. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es sogar Abstände, dass beispielsweise der Fluss hier ist. Und 2 Meter davon ist noch die jeweilige Behörde für Hochwasserschutz unter anderem zuständig und danach der jeweilige Grundstückseigentümer. Das kann eine Kommune sein oder generell eine Stadt, aber auch eine Privatperson. Und befindet sich das Treibholz, weil mal irgendwann Hochwasser war, 3 Meter im Inneren des Landes, kann es sein, wenn ihr dann das Holz dementsprechend entnehmt, dass es eigentlich schon dem Besitzer gehört des jeweiligen Grundstückes. Da verhält es sich dann ähnlich wie bei dem Punkt, wenn ihr gerade an der Straße einen gefällten Baum seht, der klein geschnitten wurde und theoretisch euch als Brennholz dienen könnte, wo ihr das Holz auch nicht einfach so mitnehmen dürft. Darüber habe ich aber auch bereits ein Video gemacht, das blende ich euch oben rechts mal ein. Und jetzt geht's zurück, denn ich habe ja Treibholz gefunden, nehme es aber allerdings nicht mit aus den genannten Gründen. Und dann sehen wir uns gleich wieder an meinem Treibholz, was ich ja gerade schon sauber gemacht hatte. Thank you.
Wieder angekommen, müsste das Holz ein bisschen abgetrocknet sein. Ja, tatsächlich. Natürlich nicht vollständig. Ist das kleinere Stückchen. Das muss natürlich alles nochmal sauber gemacht werden. Aber ihr könnt erkennen, hier sind überall schöne Muster drin. Einerseits hier von Insekten, die ganzen Fraßgänger, aber auch die Verfärbung. Die Verfärbung sieht man hier noch etwas besser. Hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass das hier, dieser Bereich, noch etwas heller wird und dieser schwarze Bereich hier, diese schwarze Verfärbung tatsächlich so bleibt. Da sieht doch sehr gut aus. Und da habe ich hier noch ein Beispiel. Das ist ein alter Balken gewesen, der, wenn ich mich nicht täusche, ja auch mal im Fluss lag. Und ihr könnt erkennen, auch der macht sich dekorativ sehr gut. Und da komme ich bereits zu einer sehr wichtigen Eigenschaft von Treibholz, beziehungsweise aus dem Faktor heraus, dass das im Wasser lag längere Zeit. Nämlich, ihr könnt es erkennen, das Wasser hat das gesamte Holz, beziehungsweise deren Oberfläche, richtig rund geschliffen. Das Holz kommt zurück in mein Trockenlager. Da kann ich irgendwann mal was draus basteln. Hier auf der Werkbank habe ich ein Stück Treibholz liegen. Das lag an einem See in Italien 2013, dort, wo man lang gehen kann, am Rechensee oder Reschensee, kann ja jeder anders sagen. Und so einfach kann ein Reisesouvenir sein. Ja, das Wasser hat dieses Stück Holz richtig glatt geschliffen und das ist dann eine sehr positive Eigenschaft, wenn das Wasser eben die gesamte Arbeit übernimmt. Man muss hier nichts weiter machen. Ja, könnt ihr hier sehen, alles schön als Muster, alles glatt. Und ich stelle mir jetzt vor, ich würde jetzt hier zwei Schrauben reinmachen oder auch Haken und lege das Holz dann einfach hier drauf. Und dann habe ich eine schöne Erinnerung von diesem Ort aus Italien. Und wäre ich jetzt nächste Woche an der Atlantikküste oder an der Ostsee oder Nordsee und finde dort ein Stück Holz, würden hier oben drüber Schrauben reinkommen oder Haken. Und dann hätte ich wieder ein Stück Holz, wie gesagt, wo dann drauf steht Nordsee, Ostsee oder meinetwegen die Normandie. Und dann hätte man dementsprechend auch eine schöne Reiseerinnerung. Und so geht das dann von Jahr zu Jahr weiter und ihr habt wirklich ein schönes Andenken. Da fällt mir noch ein, weil ich hier gerade auf das Stück Holz schaue aus Italien, da bin ich der Meinung, es ist doch viel schöner, solch ein Unikat mit nach Hause zu nehmen, eine sehr schöne Reiseerinnerung zu haben, wohlgemerkt, was größtenteils wirklich die Natur geformt hatte, als anstatt ein Standardreisesouvenir am Ort zu kaufen, wo ich Urlaub gemacht hatte, wo ich dann eigentlich genau weiß, okay, auf so einer Plakette, auf so einem Magneten oder auf solch einer Tasse ist zwar der Urlaubsort draufgedruckt oder die Landesfahne oder irgendeine Sehenswürdigkeit, aber wenn man mal genau das Ganze hinterfragt, weiß man doch, dass ein Großteil dieser Souvenirs nicht aus dem jeweiligen Ort oder der Region stammen, sondern meist aus Fernost. Versteht mich da bitte nicht falsch. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Natürlich könnt ihr Folgendes machen, nämlich regionale Künstler vor Ort unterstützen, was ich an dieser Stelle auch sehr empfehlen kann. Und jetzt komme ich noch zu weiteren Eigenschaften bei Treibholz. Das hängt ein bisschen davon ab, wo das Holz genau lag. Nun, welche weiteren Eigenschaften, außer dass das Holz abgerundet wird durch das Wasser, kann es noch geben? Unter anderem kann das eine sehr schöne Farbe annehmen. Einerseits kann das Holz sehr hell werden. Das hat dann etwas mit der Sonneneinstrahlung zu tun, gerade wenn es am Strand liegt oder Uferbereich und permanent jeden Tag die Sonne drauf scheint. Des Weiteren kann es aber auch sehr dunkel werden, unter anderem dann, wenn es sehr lange im Wasser lag und irgendwann mal rausgekommen ist oder sogar sehr lange im Schlamm lag. Ja, dann nimmt es so eine richtige schöne, dunkle, markante Farbe an. Da habe ich noch einen Tipp für euch. Gebt mal irgendwo den Begriff Mooreiche ein. Das ist zwar ein extremes Beispiel, zeigt aber sehr gut, welche Farbe solch ein Holz auch annehmen kann. So eine Mooreiche ist extrem dunkel, lag mitunter viele Jahrhunderte oder auch tausende Jahre im Moor und ist dann extrem konserviert worden. Das Holz ist auch nicht gerade günstig. Eine weitere schöne Eigenschaft besteht darin, dass die Natur hier am Werk war. Die Natur war die Künstlerin und hat euch ein wahres Unikat geschaffen, was dementsprechend kein anderer mehr auf der Welt hat, außer ihr. Gibt es noch weitere Eigenschaften, die ich hier bei Treibholz sehe? Ja, das hängt ein bisschen vom Fundort ab. Es kann schon sehr lange getrocknet sein, über Monate, Jahre oder Jahrzehnte. Und dementsprechend ist es schon sehr gut haltbar. Das spielt besonders dann eine gute Rolle, wenn ihr das Treibholz unter anderem am Strand findet. Dort ist es ja unter anderem auch Salzwasser ausgesetzt und mitunter sind Bestandteile davon auch in das Holz eingedrungen und somit ist das Holz dann bestens konserviert. So, und von meiner Seite aus war es das erstmal.
Das waren jetzt so meine Erfahrungen zum Thema Treibholz. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden, das möchte ich aber nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht. Mir fallen nur noch viele mögliche Ideen ein, die man umsetzen könnte mit Treibholz. Ja, vielleicht sollte ich das irgendwann mal machen und euch mal zeigen, was man dementsprechend so aus Treibholz alles machen kann oder generell so aus altem Holz. Und welche Erfahrungen habt ihr jetzt noch so gemacht mit Treibholz bzw. Schwemmholz? Das würde mich mal sehr interessieren. Schreibt das ruhig mal in die Kommentare unten rein. Bis zum nächsten Mal.